Nach dem 6:0 Heimsieg geht es nun für den FC Energie in den Südharz zu Wacker Nordhausen. Aktuell sind die Thüringer Tabellenvierter der Regionalliga. Sollte Energie hier mit mindestens 2 Toren Abstand gewinnen, übernehmen sie den Platz. Im 18er-Kader hat Trainer Pelle Wollitz nicht viel geändert. Lediglich auf der Ersatzbank hat Niklas Geißler für Ben Meyer Platz genommen. Never change a winning team. Nach dem überzeugenden Spiel gegen den BFC sind alle gespannt, wie sich das Team präsentiert. Die Mannschaft reiste erst am Sonntagmorgen aus Cottbus an und war nur 45 Minuten vor der Partie am Albert-Kunz-Sportpark angekommen. Pelle Wollitz kritisierte das bereits in der Pressekonferenz vor der Partie. In Nordhausen wartete auch schon ein alter Bekannter. Tomislav Pipica ist seit 4 Jahren Torwarttrainer bei den Thüringern. Seinen Schützling Jan Glinka hat er beim aktuellen 2,8-Tore-Schnitt des FCE hoffentlich gut vorbereitet. Das letzte Spiel in Nordhausen fand auf vereistem Platz statt und sorgte damals auf Energieseite zumindest für Diskussionen. Bei 8 Grad heute sind die Außenbedingungen etwas besser und Energie hat nach 4 Minuten die erste Möglichkeit. Axel Borgmann kommt zentral zum Schuss, der passt aber haargenau. Berkan Tatz irritiert Glinka mit seiner Fußtäuschung, so sah ihn der Torhüter verdammt spät. 1:0 für Energie. Wacker versucht es 3 Minuten später das erste Mal. Jan Koch stellt geschickt seinen Körper dazwischen. So hat Christoph Kamlott keine Chance. Clever und sicher gemacht. Die Gäste lassen Wacker immer wieder ins Leere laufen. Tobias Hasse kann hier parallel zum Tor marschieren, schaut und schießt aus 20 Meter mit links. Jan Glinka fliegt und kann ihn zur Ecke abwehren. Diese können die Hausherren klären. Derzeit merkt man die Busfahrt noch nicht. Energie kontrolliert das Spiel und erarbeitet sich eine Möglichkeit nach der anderen. Felix Brückmann nur einen Meter vor dem Kasten. Ach, da ärgert er sich selbst. Der Schuss von Borgmann war aber weniger als Pass gedacht, daher war er auch ziemlich hart. Tatz auf Broschinski, Rangelow auf Broschinski, wieder auf Rangelow, wieder auf Broschinski mit einem Seitfallzieher schließt der Energiestürmer die nächste Chance ab. Ein zweites Tor liegt in der Luft. Wacker versucht im eigenen Stadion zu kontern, bleibt aber an der Cottbusser Defensive hängen. Über rechts läuft der direkte Gegenangriff und nun ist Nordhausen offen. Kapitän Rangelow kann in aller Ruhe auf Brückmann passen, der den Ball lässig ins rechte Eck schiebt. Das war Lehrbuchfußball 2:0 nach 19 Minuten. Der 8. Treffer für den Stürmer. Nach 25 Minuten kombiniert sich Wacker mal durch die Cottbusser Reihen. Stepan Kores kann durch die Beine ein Schüsschen ins lange Eck abgeben. Moser zur Ecke, die verpufft. Bisher sehen die Thüringer hier keinen Stich und erobern fast keinen Ball. Energie knüpft von der Spielweise her nahtlos an das BFC-Spiel an. Der Aktion war ein Foul an der Mittellinie gegen Felix Brückmann vorausgegangen. Das blieb allerdings ungeahndet. Das Spiel beruhigt sich ein wenig, ohne dass Nordhausen zu Chancen kommt. Sebastian Heidinger sorgt nach 35 Minuten für die nächste Unterbrechung. Ohne Fremdeinwirkung fällt er in der Energiehälfte um, wird behandelt, kann aber kurz danach weiterspielen. Ecke Wacker, die dreht sich gefährlich auf Mosers Kasten, aber der Keeper ist hellwach und mit der Hand dran. Danach gibt es noch Gewusel im Strafraum, aber letztlich kann der FCE 6 Minuten vor der Pause klären. Energie ist in der Defensive nun mehr gefordert. Den Druck der ersten 30 Minuten können sie nicht aufrechterhalten. 46. Minute, alles bereitet sich schon auf die Pause vor. Nochmal Freistoß für Wacker. Eisenhut leitet den Ball im Strafraum unglücklich weiter. Abwehrspieler Felix Müller kommt in Cottbuser Strafraum an den Ball und kann gegen Mosers Laufrichtung einnetzen. Der Anschlusstreffer kommt ein wenig zufällig. Für die Nordhausener Moral wiederum ist er wichtig. Direkt danach pfeift Schiedsrichter Jens Klemm ab. Das war bitter für Energie. Den Gegentreffer hätte es nicht mehr gebraucht. Doch sie konnten ihr Spiel nicht bis zur Pause durchziehen. Die Thüringer erarbeiteten sich zumindest immer mehr Spielanteile und wurden vor 1520 Zuschauern mit dem Anschlusstreffer belohnt. Wenn Cottbus die Anfangspower nach der Pause wieder rausholen kann, haben die Hausherren aber keine Chance. Es sind wieder mehr Abos geworden, 130 derzeit, und die erste Hälfte der Namen seht ihr nun unten durchlaufen. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, weitere Abos sind nötig. Unter steadyhq.com/fcenergietv könnt ihr sie abschließen. Bei 3 Euro im Monat geht's los. Vielen Dank. Heiko Scholz hat einmal gewechselt, Jan Löhmannsröben bleibt draußen, Cihan Uca kommt. Wacker versucht die Euphorie des Anschlusstreffers mit in die zweite Hälfte zu nehmen. Die erste Chance haben sie auch, Kores kann von der Strafraumgrenze abziehen, Moser hat ihn. Über links ist Nordhausen wieder im Vorwärtsgang, Tobias Hasse gegen Christoph Göbel im Zweikampf. Der Ball ist weit weg, da fällt der Thüringer, Klemm zückt die gelbe Karte. Es ist die zweite, somit gelb-rot für den FCE-Verteidiger. Er drängt den Nordhausener ein wenig nach außen, aber gelbwürdig ist das doch nicht.
Energie spielt nun 40 Minuten zu 10. Den Freistoß können die Hausherren nicht nutzen. Kurz später geht Berkan Taz unter, Jonas Sickert kommt, Wollitz stellt damit auch taktisch um. Vorher hatte er noch Müller und Erbeck Anweisungen zugeflüstert. Pichinat kommt nur 3 Sekunden später zur nächsten Wacker-Chance. Von rechts kullert der Ball am Energietor vorbei. Der Druck ist immens hoch derzeit. Das Spiel hat sich vollends gedreht. Cottbus führt hier eine Abwehrschlacht und kann kaum für Entlastung sorgen. 30 Minuten sind noch zu spielen. Das wird eine lange halbe Stunde. In der 62. Minute die erste Möglichkeit dann für den FCE. Moritz Bruschinski versucht es mit einem Distanzschuss, aber der geht drüber. Wieder Nordhausen, der Schuss fliegt scharf rein, Moser macht sich lang, braucht aber nicht mehr eingreifen. Eisenhut war beim Schuss von Kapitän Tobias Becker noch mit dem Fuß dran. Ecke, die können sie abwehren. Es hätte nur gar nicht zu der Szene kommen dürfen. Vorher wurde Niklas Erbeck von Lukas Staufer am Strafraum gefoult. Wieder blieb das ungeahndet. Die Schlussoffensive der Hausherren bleibt aus. Dafür wird das Spiel immer hektischer. Wacker verliert die Geduld, was Stepan Kores zu 2 folgenschweren Dingen treibt. Erst schlägt er nach Pfiff gegen Cianuccia und dessen theatralische Fürbitte den Ball vor Wut weg. Und dann verleiht er seine Emotionen mit einem Schubser gegen den am Boden hockenden Borgmann. Nachdruck. Jens Klemm steht direkt daneben, wollte den Nordhausener erst gelb zeigen, aber seine Unsportlichkeit lässt ihn direkt an die Gesäßtasche greifen. Rot. Die letzten Minuten ist es wieder pari pari auf dem Feld. Moser führt den Freistoß aus. Der Ball landet bei Bruschinski und plötzlich geht ein Urschrei durch den Sportpark. Philipp Blume springt regelrecht nach hinten weg und fällt um nach Klemms Pfiff. Steht er schnell wieder. Scheint also nicht so schlimm gewesen zu sein, wie der Schrei kurz vorher vermuten ließ. So erzielen die Gastgeber keine Tore. Gegnerischen Respekt erhalten sie dadurch auch nicht. In der Schlussminute kommt sogar Energie nochmal zu einer Chance. Blume ist wahrscheinlich von der Szene davor noch gehandicapt. FCE-Kapitän Rangelow enteilt ihn. Er kann allein vor Glinker alles klar machen. Doch sein Abschluss ist nicht erstklassig und geht am Tor vorbei. 4 Minuten Nachspielzeit. Moser steht in der 91. Minute wieder im Mittelpunkt. Starkes Spiel des Torhüters heute. Wacker Nordhausen kommt nicht mehr zum Toreerfolg und Energie rettet die 3 Punkte über die Ziellinie. Wichtiger Sieg für die Moral und sie schleichen sich in der Tabelle weiter heran. Mit den Thüringern sind sie nun mit 20 Punkten punktgleich. Hertha 2 gewinnt 7:2 bei Bischofswerda und Alt-Glienicke gewinnt ebenfalls. Mit 2:1 siegen sie bei Union Fürstenwalde. Energie hat nun den RSV Eintracht aus Stahnsdorf im Landespokal vor der Brust. Ehe Chemie Leipzig die Lok Leipzig im Lokalderby 2:0 besiegten, zum nächsten Ligaspiel nach Cottbus kommt. Mit dem zweiten Teil der Unterstützer von FC Energie TV verabschieden wir uns von euch Energiefans bis zur nächsten Partie. Vielen Dank bisher. Damit es weitergehen kann, müssen die Abozahlen dennoch weiter nach oben gehen. Wir freuen uns über jeden Zuwachs.